Liebe Geschwister im Islam, erstmal Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Und natürlich auch an die, die gerade im Internet sind, Alhamdulillah. Wir haben euch ein bisschen warten gelassen. Wir sind jetzt hier in Braunschweig. Also die, die hier sind, die werden es wahrscheinlich wissen. Hoffe ich zumindest, dass wir in Braunschweig sind. Also die, ich hoffe, dass die es wissen, dass wir in Braunschweig sind. Und erstmal wollte ich eine Sache loswerden, auch für jeden, der gerade im Internet zugang ist oder auch vielleicht Leute, die hier heute sind, das noch nicht mitbekommen haben. Was ich total super finde, Alhamdulillah, ist, dass die in Braunschweig ein Ziel haben. Die haben hier ein Ziel, die schicken jeden Tag oder fast jeden Tag Leute nach draußen, um Leute in die Moschee zu holen. Und die haben ein Ziel, bis zum Ende des Jahres 500 neue Konvertierte zum Islam zu bringen. Solche Ziele muss man sich setzen, hohe Ziele setzen, Alhamdulillah. Und das sollte man in jeder Moschee in Deutschland, sollte man sich solche Ziele setzen. Aber ich glaube, das wird noch lange dauern. Aber, wie gesagt, am Ende werden wir siegen, Alhamdulillah. Das ist sowieso das Versprechen von Allah subhanahu wa ta'ala. Und da müssen wir nicht unbedingt viele für sein. Ich dachte gerade, du wolltest mich angreifen. Ja, ja. So. Und das ist, wie gesagt, ein Ziel, was man haben muss. Aber wie gesagt, auch wenn man am Ende, wenn wir am Ende nicht viele sind, so ist das Ziel, den Islam zu verbreiten. Und auch wenn man wenige, auch wenn, man, wenn wir am Ende wenige sind, so werden wir siegen, Alhamdulillah. Denn das ist das Versprechen von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn ich von wir rede, rede ich nicht von mir persönlich, sondern alleine von den Muslimen rede ich dort. Ja? Von den Muslimen, die sich für diese Religion einsetzen. So. Ich habe gerade einige Verse genannt aus dem Koran, wo Allah subhanahu wa ta'ala, das ist der Khutbatul Hajar, zur Taqwa aufruft. Zum Beispiel, Ya ayyuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah in geziemender Furcht und sterbt nicht anders als Muslime. Danach habe ich einige Dinge überliefert, die unter anderem vom Propheten alayhi salatu wasalam gesagt wurden, nämlich, فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. Was sagt der Prophet hier? Oder was haben auch die Folger nach ihm gesagt? Sie haben gesagt, das wahrste Wort ist das Wort Allahs. Und die beste Rechtleitung ist die Rechtleitung von Muhammad صلى الله عليه وسلم. Und das Übelste aller Dinge sind die Erfindungen in der Religion. Denn jede Erfindung in der Religion ist eine Erneuerung in der Religion. Jede Erneuerung in der Religion führt ins Höllenfeuer. Ja, diese Aussage. Und hier sagt der Prophet, diese Umma wird sich in 73 Gruppen spalten. Davon werden alle im Höllenfeuer sein, außer einer. Und wenn wir das wissen, dass, alle, dass diese Umma sich spalten wird, und das ist das, was wir sehen. Wir sehen heute um uns herum, du brauchst gar nicht weit zu gucken, der Beweis ist schon gekommen. Der Prophet hat gesagt, diese Umma wird gespalten und du siehst, in wie viele Gruppen wir uns gespalten haben, Alhamdulillah. Und vielleicht ist dieses 73 gemeint, dass zum Beispiel diese ganzen Tariqats als eine Gruppe gemeint sind. Allahu alam. Auf jeden Fall, hier ist ein ganz wichtiger Punkt. Alle sind im Höllenfeuer außer einer. Das heißt, wenn man diesen Hadith hört, ja, für die Muslime, die auch draußen, da kann man nicht einfach nur sagen, ja okay, ich bleibe so wie ich bin. Ich bleibe so wie ich bin. Ist egal. Mein Vater ist so und so, der ist in dem und dem Tariqa. Oder meine Oma, die ist bei, was weiß ich hier, Shia oder keine Ahnung. Dann bleibe ich so. Ich bleibe einfach so, wie ich war. Sondern das Ziel muss sein, den richtigen Manhesh zu folgen. Und hier sagt der Prophet, wassalam, ja, wird gefragt, mehr hier tilka firka. Wer ist diese eine Gruppe? Da sagt er, ma'anna alayhi al-yawmu washabi. Die, die auf dem basieren, wie ich und meine Gefährten. Und das kommt doch ganz deutlich aus dem Koran heraus. Im Koran sagt Allah in Surah 2, Vers 137, wenn ich mich nicht irre, das müsste Vers 137 sein. Fa'in amanu bimithli ma'amantum bihi faqad ihtadaw. Wenn sie so glauben, wie sie glauben, wer? So wie ihr glaubt, wenn sie so glauben, wie ihr glaubt, dann sind sie rechtgeleitet. Wer wird damit an erster Stelle angesprochen? Wieder die Gruppe, die wir eben hatten, die Sahaba, die mit dem Propheten a.s.w. zusammen waren. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ja, über die Gruppe, der man folgt. Es wird zu keinem Folgen einer Person aufgerufen. Im ganzen Koran. Das heißt, ein blindes Folgen.
Nicht ein Folgen von, dass man guckt, ob der die Meinung richtig sagt oder nicht. Ja? Sondern ein blindes Folgen gibt es nur dem Propheten Allah gegenüber. Also sonst findest du keinen Beweis im Koran, dass man irgendeiner anderen Person folgen soll. Blind. Denn der Prophet sagt beispielsweise, dass man den Waliul Amr, dem Führer, folgen soll. Aber was sagt er? Man darf der Schöpfung nicht gehorsam sein, wenn man dabei dem Schöpfer ungehorsam ist. Man muss den Eltern gehorchen, stimmt's? Aber ist diese Gehorsamkeit mutlak in allen Situationen? Nein, nur in der Situation, wo man dabei dem Schöpfer nicht ungehorsam ist. Wenn die Mutter sagt, zieh das Kopftuch aus, der Vater sagt, zieh das Kopftuch aus, dann gehorchen wir ihn nicht. So, das heißt, sie wird zu dem Folgen des Propheten aufgerufen. Und es wird nur zum Folgen einer einzigen Gruppe aufgerufen. Und das ist die Gruppe der Leute, die mit dem Propheten waren. Allah sagt im Koran, Sure 9, Vers 100, er sagt, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ تَبِعُونَ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Das heißt, die Sabiqun, die Vorausgehalten von den Muhajirun und von den Ansar und diejenigen, die ihnen mit Ihsan folgen. Was ist Ihsan? أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَى فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَى فَإِنَّهُ يَرَاكَ. Dass du Allah anbetest, als wenn er dich sieht, denn selbst wenn du ihn nicht siehst, so sieht er dich doch. Ja, das heißt, die wird ganz klar aufgerufen, dieser Gruppe zu folgen. Deswegen muss sich jeder fragen, folgt er dieser Gruppe? Und so sind die Quellen des Islams zu uns bekommen. Deswegen möchte ich jetzt auf das Thema kommen, worauf ich hinaus will. Wie sind die Quellen des Islams zu uns gekommen? Wie sind die uns überbracht worden? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wie ist die Sunna zu uns gebracht worden? Wenn du jemanden fragst, was musst du folgen, dann sagt der Koran und Sunna. Stimmt, sagt aber jeder. Sagt der von Naqshbandi, sagt auch, wir müssen Koran und Sunna folgen. Und wir haben das richtige Verständnis. Wir sagen, das richtige Verständnis, der Filter sozusagen, für das richtige Koran und Sunna Verständnis, ist die Handlungsweise der Salaf. Das richtige Verständnis von Koran und Sunna ist die Handlungsweise der Salaf. Beispielsweise gibt es Leute, die machen, wenn das Grab gebuddelt wird und derjenige wird ins Grab reingelegt, dann machen wir Adhan. Dann fangen sie an, Adhan zu machen. Du fragst, wofür macht er den Adhan? Dann sagen die, ja, wir machen Adhan, weil als er geboren wurde, haben wir ihm ins rechte Ohr den Adhan gemacht und jetzt, wenn er aus dem Leben geht, machen wir wieder Adhan. Wir sagen, subhanallah, haben die Salaf das so gemacht? Haben die so diesen Hadith verstanden? Wenn das Neugeborene geboren wird, dass man ihn ins rechte Ohr Adhan macht, haben die so verstanden? Nein. Das heißt, das, was ihr macht, ist verkehrt. Beispielsweise der Prophet, du siehst Leute, die sitzen im Kreis und die sind gemeinsam dort Geräusche am Machen sozusagen. Die nennen das Dhikr, diese Geräusche. Huwa, huwa, ja, beispielsweise. So. Du hörst diese Leute. Immer weiter, sich richtig in Ekstase anbringen. Und er sagt, ich fühle mich gut. Dann sagst du ihm, hör mal, Achi, das darfst du nicht machen, das ist bitter. Er sagt, hey, der Prophet a.s. hat doch gesagt, das heißt, kein Volk trifft sich im Haus Allahs. Trifft sich im Haus Allahs. Und lesen das Buch Allahs. Und studieren es zusammen. Oder der Prophet sagt, der lobt die Kreise von Dhikr. Dann fragen wir, hat der Prophet auf diese Art Dhikr gemacht? Nein. Das heißt, dann ist der Menhesh der Salaf dieser Maßstab für uns, wie wir diese bestimmte Sache verstehen. Und hier sage ich euch, wie ist diese Sunna, wie ist dieser Menhesh zu uns gekommen? Von Leuten, die alles dafür getan haben, dass diese Religion rein zu uns kommt. Dass diese Religion rein zu uns kommt. Und das basiert auch sehr stark auf einem Vers im Koran, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, in Surat al-Hajar, وَإِنْ جَاءَكُمْ فَاسِكُمْ بِنَبَئٍ فَتَبَيَّنُوا. Das heißt, wenn jemand zu euch kommt, ein Frevler mit einer Kunde, so was sollt ihr was machen? Ihr sollt euch vergewissern, ob das wirklich stimmt, was er gesagt hat. Und deswegen haben die Gelehrten immer großen Wert darauf gelegt, der Thabbut zu machen, was jemand sagt, und den Schülern, die lernen, oder die Leute, die ihre Religion lernen wollen, die Nasiha zu geben, wo sie das Wissen hernehmen. Denn man trinkt auch nicht von der
verseuchten Quelle. Wenn man von der seuchten Quelle trinkt, dann stirbt man. Aber wenn man von der verseuchten Quelle das Wissen nimmt, dann kann es sein, dass man in die Irre geht. Und der Prophet hat schon gesagt, was das bedeutet. Er sagt, Kulluha fi nari illa wahida, alle werden im Feuer sein, außer einer. Und deswegen haben die Gelehrten immer Wert darauf gelegt, den Menschen zu sagen, von wo sie Wissen nehmen können. Und Ibn Sirin, der sagt, in seinem berühmten Ausspruch, Inna hadha ilm din, fanzu ahadukum an amman ta'khudhu, an amman ya'khudhu dina, fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Ja? Das heißt, dieses Wissen ist Religion. Fanzuru, so schaut, amman ta'khudhuna dinakum, von wem ihr das Wissen nehmt. Weil, und warum erwähne ich das? Ich erwähne das, weil es heutzutage einige Mujrimun gibt, ja? Weil das ist ein Verbrechen, die über die Religion erzählen, wenn du zum Beispiel sagst, diese Person hat das gesagt und diese Person hat das gesagt und das ist ein Fehler in der Religion und das ist ein Fehler in der Religion und das darf man nicht sagen und das widerspricht dem Manhaj der Salaf und das widerspricht der Akida und das ist ein gefährlicher Glaube, dann erzählen die dir, hey, das ist aber schlechtes Benehmen, du darfst doch sowas nicht öffentlich kundtun. Darfst du sowas nicht öffentlich kundtun? Ach, ich frage dich eine Sache. Wenn du weißt, dass es dort einen Weg gibt und auf dem Weg lauern Mörder, Diebe, Banditen, sollst du dann demjenigen sagen, wenn er dort den Weg lang geht, dass dort Diebe auf ihn lauern? Oder sollst du ihn einfach gehen lassen? Es ist ganz klar, dass man die Leute warnen muss. Und dann kommen diese Mujrimun auch noch mit Hadith, wo der Prophet a.s. sagt, Man satara musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah. Wer einen Muslim deckt, das heißt seinen Fehler verdeckt, den wird Allah im Diesseits und im Jenseits verdecken. Der Hadith ist sahih. Wir nehmen den Hadith an. Aber bezieht sich dieser Hadith auf jede Situation? Nein, dieser Hadith bezieht sich nicht auf jede Situation. Es bezieht sich beispielsweise auf eine Person, die einen Fehler hat, einen versteckten Fehler hat, zum Beispiel, für den er sich schämt. Da gehst du nicht raus und erzählst den Fehler zu den Leuten. Aber wenn diese Person einen Fehler hat oder ein Verbrechen in sich trägt oder eine Charaktereigenschaft hat, die dir Schaden zufügen kann, vor dem du die Gemeinschaft schützen musst, dann musst du diese Person anprangern. Denn das ist ein ganz klares Prinzip, das Prinzip des Schadensabwägens, den Schaden und den Nutzen abzuwägen. Was hat einen größeren Nutzen, wenn eine Person Schaden erlangt oder wenn durch diese eine Person 100 Leute Schaden erlangen? Wenn einer eine Sünde hat, die er selber trägt, zum Beispiel jemand, du kommst beispielsweise, du erwischst jemanden, du machst die Tür auf, das ist vielleicht ein blödes Beispiel, ist vielleicht ein obszönes Beispiel, aber mir fällt momentan kein anderes ein. Stell dir mal vor, Du erwischst jemanden beim Rauchen auf der Toilette. Der raucht auf der Toilette. Warum raucht er auf der Toilette? Weil der weiß, oder nicht auf der Toilette, der raucht irgendwo. Du siehst, der ist irgendwo hingegangen, wo ihn keiner sieht und raucht dort. Ja? Warum raucht er im Versteckten? Weil der weiß, dass das, was er macht, verboten ist. Aber der schämt sich, diese Sünde zu zeigen. So, mit diesem Rauchen im Versteckten, schadet der dir? Nein. Schadet der irgendeiner Person direkt, das heißt, dass seine Sache, die er macht, dass die einem einen Schaden bringt? Nein, die bringt keinen direkten Schaden. Oder jemand hat eine andere seltsame Angewohnheit, die er geheimelt für sich. Das heißt, der schadet keinen. Aber wenn diese Person beispielsweise Drogendealer ist und du weißt, der hat zu Hause Drogen liegen und der holt jeden Tag kommen so und so viele Leute zu dem, Muslime zu dem, kaufen sich Drogen, kriegen Schaden durch diese Person. Heißt das jetzt, du sollst diese Person decken? Nee, du sollst die Person nicht decken, weil dadurch, dass du ihn deckst, dadurch, dass er keinen Schaden hat, kriegen 100 oder 1000 andere einen Schaden. Habt ihr das Konzept verstanden? So. Jetzt, was ist das Wichtigste für uns? Ist das Wichtigste, ob dir das Geld geklaut wird? Oder ob dein Geld erhalten bleibt? Oder ist das Wichtigste, dass dein Leben erhalten bleibt? Oder ist das Wichtigste, dass deine Ehre erhalten bleibt?
oder ist das Wichtigste, dass deine Familie abgehalten hat? Das sind alles wichtige Sachen. Aber das Wichtigste ist deine Religion. Das Wichtigste ist deine Religion. Deswegen in der Religion, wenn du siehst, dass jemand Leuten Unsinn erzählt, bewiesenen Unsinn, was ist das dann, wenn man die Leute darauf aufmerksam macht, dass diese Person bewiesenen Unsinn erzählt? Ist das dann üble Nachrede? Ich frage euch. Was sagst du? Ist eine andere Meinung? Keiner? Also sind alle mit Abdulhamid, was er sagt, einverstanden. Selbstverständlich, weil du die Leute schützt. Der Prophet sagt, die Umma wird schon 73 Gruppen spalten. Alle in der Hölle außer einer. Der Prophet a.s. sagt, da sagt Ibn Mas'ud, khatalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan, thumma qala hadha sabilullah, thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi, thumma qala hadhihi subul mutafarriqa ala kulli minna shaytanun yad'u ilayhi. Er sagt, dies sind die anderen Wege, an jedem Weg lauert ein Shaitan, der dazu aufruft. Subhanallah. Das heißt, wenn man sieht, dass jemand keinen Plan hat von der Religion, dann muss man die Leute darauf aufmerksam machen, damit die Leute nicht in die Irre gehen. Ganz klarer Fall. Was sagt beispielsweise Ibn Abbas dazu? Wenn jemand mit einer Bida kommt, mit dem zusammensitzen. Und das sage ich euch ganz klar. Brüder, wir sind im Menhesh sehr weit zurück. Sehr weit zurück. Wenn du mit Leuten von Ahlul Bidda sitzt, dann solltest du, wenn du das überhaupt machst, nur zusammen sein mit Leuten, die du zu deinem richtigen Weg rufen kannst. Und nicht um dich dort zu vergnügen, geschweige denn um die Sache mitzumachen, die sie machen von der Religion. Weil jeder, der etwas in die Religion neu reinbringt, der behauptet damit, dass der Prophet die Religion nicht vervollkommnet hat. Jeder, der einen neuen Gedanken in der Religion bringt, in der Akida oder im Menisch, der verändert die Religion. Das ist schlimmer, als wenn dir einer deinen Wagen zerkratzt, der verhindert dir deinen Wagen. Das ist das Verändern der Religion. Und da sagt Ibn Abbas, لا تجالس أهل الهواء فإن مجالستهم ممردة للقلوب. Sitz dich mit den Leuten von den Gelüsten, der das Sitzen mit ihnen macht die Herzen krank. Und Ibn Taymiyyah, rahimahullah, der sagt, وَإِذَا أَذْهَى الرَّجُلُ الْمُنْكَرَاتِ. Und das ist jetzt wichtig, um das nochmal zu bestätigen, was ich eben gesagt habe. إِذَا أَذْهَى الرَّجُلُ الْمُنْكَرَاتِ وَجِّبُ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِ عَلَانِيَةً. Das heißt, wenn jemand öffentlich falsche Sachen macht, ja, Munker macht, schlechte Dinge macht, dann sowohl von der Religion als auch nicht von der Religion, was ist dann? Dann ist es Pflicht. Er sagt, dann ist es Pflicht. Was? Auf Arabisch? إذا أذى الرجل منكرات وجب الإنكار عليه علانية. Ja. ولم يبق ولا غيبة. ويجب أن يعاقب علانية. Dann ist es auch Pflicht, dass er öffentlich bestraft wird. Und die Bestrafung für denjenigen, der Unsinn von der Religion ist, ist, dass er öffentlich vor ihm gewarnt wird. Dass man erzählt, dass er keinen Plan von der Religion hat. So. Dann sagt Ibn Taymiyyah, sagt weiter in dieser Sache, in seinen Fatawa, ja, sagt er, إذا كان المتكلم في داعي إلى بدعة. Wenn der über den geredet wird, mutakallam fi, ja, nicht mutakallam, sondern mutakallam, über den geredet wird. Wenn das jemand ist, der zu einer Bida ruft, ja, da sagt er, yajibu bayanu amri linnas. Dann ist es Pflicht, seine Angelegenheit, seine Lage, so wie er ist, den Menschen klarzustellen. Fa'inna, dann sagt er weiter, fa'inna daf'i shar'i anhum. Er sagt, denn das Übel von ihm, von den Menschen abzuwehren, ist gewaltiger als das Übel von dem, was ist ein Qati Tariq? Qaf, Alif, Ta'ain, Tariq, das ist jemand, der auf dem Weg lauert. Das sind Leute, die einen ausrauben auf dem Weg, was ich eben gesagt habe. Warum? Weil die Religion wichtiger ist. Die Religion ist wichtiger, die Rechtleitung des Einzelnen, der Menschen ist wichtiger
als die Ehre des anderen. Weil eine Ehre oder das Gefühl, wo jemand verletzt wird, das ist nicht so viel wert wie die Religion, die kaputt gemacht wird. Oder wo falsche Gedanken verbreitet werden. Ja? So, das erstmal, das ist das, was Ibn Taymiyyah, rahimahullah, zu dieser Sache gesagt hat. Ja? Dann Al-Fudayl ibn Iyad, er sagt, من أتاء رجل فشاوره فدله على مبتدع. Ja? Wenn jemand kommt und es kommt zu dir ein Mann. Also es kommt zu jemandem ein Mann und er macht Mashura mit ihm, ja? Beratung sozusagen. Ja? Und dann gibt er ihm, er führt ihn dann zu jemandem, einem Erneuerer in der Religion. Der sagt, faqad rashal Islam. Der hat den Islam verraten. Wahdharu min dukhul ala ali bidda fa innahum yasudduna an al-haq. Und hütet euch, bei Alul Bidda einzutreten, denn die machen sozusagen den Weg zur Wahrheit zu. Fudayl ibn Iyad, auch ein Gelehrter von den Salaf gewesen, der diese Aussage gemacht hat. Abdullah ibn Abbas haben wir schon. Authority. Guck mal, ich habe eben gesagt, Leute, und deswegen, wenn ich das heute höre, was einige Brüder und Schwestern für einen Schwachsinn erzählen, da stehen mir wirklich die Haare zu Berge. Leute, wir sind nicht auf der Kirmes, subhanallah. Ja, wir sind nicht beim Kaffeeklatsch. Ach, habt euch doch alle lieb. Ist doch alles nicht so schlimm. Mensch, wir sind doch alle Brüder und Schwestern. Ist doch, hört doch auf. Ach, wenn ich das sehe, ach, hör mal, da geht mir, da denke ich wirklich, wo ist der Verstand geblieben? Ach, die Leute haben die Religion nicht verstanden. Aber das ist unsere Lage, die wir heute in Deutschland haben. Das ist unsere Lage, die wir heute in Deutschland haben. Ja, die Leute sind sozusagen vom Iman her auf der Intensivstation. Die sind so im letzten Atemzug, verstehst du? Und deswegen wollen die alles nur Friede, Freude, Eierkuchen haben. Das ist das Problem. Die sind wirklich auf der Iman-Intensivstation. Subhanallah, achi, es kann doch nicht sein, dass jemand den größten Unsinn erzählt. Dann heißt es, hey, hört doch auf, ihr seid doch alle Brüder. Ach, es geht um die Religion. Die Leute haben grundsätzlich nicht verstanden, worum es geht. Es geht nicht kriegst du das Ticket zum ersten FC Köln jetzt billiger im Stadion oder was? Es geht um die Religion, Achi. Hört doch auf, Mensch, warum denn? Streitet euch doch nicht. Mensch, warum denn? Hört doch einfach auf. Das ist eine neue Bidda. Das ist eine neue Bidda, Achi. Das ist die Bidda, ja, wir in dem, wo wir übereinstimmen, helfen uns gegenseitig. Und in dem, wo wir nicht übereinstimmen, das heißt, wo ich der Meinung bin, dass der andere im Dalal-Weg ist, schweigen wir. Entschuldigen wir uns gegenseitig. Ach, ist eine gewaltige Sache. Wie weit soll das gehen? Demnächst kommt der Nächste, erzählt, ja, Erbsünde ist im Islam, gibt es im Islam. Stell dir vor, ich stehe jetzt hier, ich sage jetzt, Leute, ihr müsst wissen, die Erbsünde gibt es doch im Islam. Beweis, warte mal gucken, vielleicht finde ich irgendeinen verdrehten Beweis, warte mal. Ja, aber das passt nicht zur Erbsünde, sondern... Wie bitte? Ja, okay, hast du eigentlich recht, ja genau. Wer also etwa eine schlechte Tat einführt, so hat er die schlechte Tat auf sich und die dem folgen. Aber eigentlich ist das, ja, warte mal, es gibt bestimmt was Besseres. Zum Beispiel, der kommt einfach so mit Hautfarbe oder so. Ja, das wird ja auch vererbt. Genauso die schlechten Taten werden auch vererbt. Irgend so ein Blödsinn, ja. Es gibt ja nun mal im Islam keine Erbsünde, deswegen finde ich auch jetzt keinen Beweis dafür, alhamdulillah. Aber verstehst du? So, da sage ich jetzt ja, die Erbsünde gibt es auch im Islam. Das heißt, wenn dein Vater eine Sünde gemacht hat, wirst du auch bestraft. Da kommt jetzt jemand und sagt, ja, schreib dich an, Pierre Vogel, du hast da und da das und das gesagt. Kein Kommentar. 3 Monate kein Kommentar. Was macht der? Dann macht er ein Video, sagt ja hier, Pierre Vogel erzählt, es gibt im Islam die Erbsünde. Hey, und dann sagst du, warum greift der den Bruder denn öffentlich an? Mensch, ist doch alles nicht so schlimm, der hat doch nur gesagt, gibt Erbsünde im Islam. Mensch, warum regt ihr? Mensch, habt euch doch alle lieb. Hört doch einfach auf. Warum? Was soll das denn alles? Mensch, müsst ihr euch denn gegenseitig angreifen? Und dann sage ich danach, du hast mich öffentlich angegriffen, aber ich verzeihe dir für Allah.
Naja, das ist ein Insider-Witz. Der ist für Insider. Der ist für Insider. Du hast ihm dann geholfen, dass er den Fehler repariert hat. Und dann sagt er, ich verzeihe dir für Allah, dass du mich öffentlich angegriffen hast. Dass du öffentlich meinen Fehler widerlegt hast. Sufyan al-Thawri, der ging an einem Mann vorbei. Der ging an einem Mann vorbei. Wisst ihr, was der gesagt hat? Achi, so ist unsere Religion aufgebaut. Unsere Religion, jeder Hadith, der hat einen Isnad, Achi. Da wird geguckt, wer ist diese Person, die das erzählt? Und was erzählt die? Da wird geguckt, was wird erzählt? Die ganze Religion ist so. So ist die ganze Religion aufgebaut. Ach, ich nehme dir irgendein Buch daraus von den ganzen Hadith. Die ganze Religion ist aufgebaut, zu gucken, wer erzählt es? Was ist die Lage von dem, der das erzählt? Und was erzählt der? Wenn der Unsinn erzählt, wird nicht angenommen. Sufyan al-Thawri, der geht an einem Mann vorbei, da sagt der Kadhab, sagt der Lügner, sagt er über diese Person. Lügner, Kadhab, sagt er. Und dann sagt er, Wallahi, لو أنه لا يحل لي أن أسكت لا سكتت. Wenn es mir erlaubt wäre zu schweigen, sagt er, wenn es mir erlaubt wäre zu schweigen, ich würde schweigen, wird er sagen. Aber ist ihm nicht erlaubt zu sagen. Warum? Weil er muss die Leute warnen vor dem Lügner. Er muss die Leute warnen vor dem Lügner, weil dieser Typ zum Beispiel Unsinn erzählt in der Religion und Lügen erzählt. Und da sagen die nicht, hey, Sufyan Thawri, einer der größten Imame der Umma, warum redest du so schlecht über den? Ja, weil es darum geht, die Religion zu schützen. Yahya ibn Ma'in sagt, Adhibbu an sunnah khairu min al-jihadi fi sabilillah. Die Verteidigung des Sunnahs ist besser als der Dschihad auf dem Weg Allahs. Weil was nützt dir der Dschihad, wenn du gekämpft hast und dann kommt die kaputte Religion rüber, die schon verdreht und verfälscht ist? Dann bringt dir das auch nicht mehr viel. Was nützt dir heute, was wird einem Christ heute Dschihad bringen, wenn ein Christ Dschihad macht? Und er führt Christentum ein. Bringt ihm das was? Er hat eine falsche Religion rübergebracht. Das heißt, das ist der Punkt an der ganzen Sache. Deswegen, wenn ich so einen Quatsch höre, dann stehen mir echt die Haare zu Berg. Ahmed ibn Hanbal. Ein Mann kommt zu ihm. Was sagt er zu ihm? Yathkulu alayhi an akula fulan und kadha, fulan und kadha. Der sagt, mir fällt es schwer zu sagen, diese Person ist so und diese Person ist so. Was sagt Ahmed ibn Hanbal? Und das ist eine Grundlage unserer Religion. Ach, die ganze Religion ist so aufgebaut. Jeder Überlieferer, da wird gesagt, wie der ist, was der ist und so weiter. Da gibt es Bücher drüber. Wer ist diese Person? Was erzählt der? Hat der eine Lüge erzählt, wird der Hadith vielleicht gar nicht mehr angenommen. Subhanallah. Ach, da wird genau geguckt, was erzählt wird. So wird unsere Religion geschützt. Und heute kann jeder was erzählen. Heute kann jeder was erzählen. Erzählt sie hier, guck mal, dieser Mann hat keinen Plan. Der macht Fehler am laufenden Band. Dann kommt die, ja, jeder macht ja Fehler. Stimmt, jeder macht Fehler. Jeder macht Fehler. Aber was für Fehler? Das ist hier die Frage. Und wie viel Fehler? Und was für Fehler am laufenden Band? Jeder macht Fehler. Das stimmt. Ja. Nur ob man die auch dann irgendwann mal zurücknimmt. Nur Problem ist, wenn man sich selber erwischt, dass man in jedem Vortrag eine Handgranate loslässt, ja, dann muss man irgendwann mal auf die Idee kommen, dass man am besten den Mund hält. Ganz einfach. Weil kann ja nicht sein, dass man bei jedem Vortrag irgendeine Bombe loslässt. Die Hand wird beim dritten Mal abgehackt. Nee, nicht beim dritten Mal. Wo steht das denn? Wo hast du den her? Bei jedem Vortrag eine Bombe. Da muss man ja irgendwann mal auf die Idee kommen, dass man es vielleicht doch nicht drauf hat. Aber Problem ist, wenn man dann Kibar hat im Herzen, dann lässt man es. Achi, wallahi, wenn zu mir einer kommt, Achi, und sagt, pass auf, hier, und zeigt mir solche Sachen, ich höre sofort auf, Dawah zu machen, Achi, und gehe sofort lernen. Ich höre sofort auf, Dauer zu machen, ich gehe sofort lernen, mach den Mund nicht mehr auf. Glaub es mir. Aber das ist das Problem, was wir heute haben, Achi. Subhanallah. Imam Ahmed wird gefragt, mir fällt es schwer zu sagen, diese Person ist so, diese Person ist so. Was sagt er? إِذَا سَكَتَّ أَنْتَ وَسَكَتُّ أَنَا فَكَيْفَ يَعْلَمُ الْجَاهِلُ السَّقِيمِ الصَّحِيَ. Wenn ich schweige und wenn du schweigst, wie soll derjenige, der unwissend ist, wissen, was richtig, was falsch ist? Was gesund ist und was falsch ist, was krank ist? Wie soll das wissen? Ahmed ibn Hanbal, da kommt jemand zu ihm, sagt zu ihm, Ar-Rajul, ja, sagt Ar-Rajul,
يصوم ويصلي ويتقف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع. Der sagt, was ist lieber? Ist dir lieber, Ahmed Hanbal? Ein Mann, der fastet, der betet, der Etikaf macht, Etikaf, also der betet freiwillig, der fastet freiwillig, der macht Etikaf, übernachtet in der Moschee, überbringt den ganzen Tag im Gottesdienst oder das Reden über Ahlul Bidah, um die Leute zu warnen. Was sagt Ahmed im Hanbal? إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه. Wenn er betet und fastet, wenn er steht und betet und er Etikaf macht, sagt er, es ist für ihn selber. وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين وذلك أفضل. Aber wenn er über die Ahlul Bidah redet, dann ist das für die Muslime, für die ganze Umma und das ist besser. Das hat Ahmed ibn Hanbal, rahimullah. Ja, und wie gesagt, da gibt es so viele Aussagen, die kannst du gar nicht alle aufzählen. So ist die ganze Religion aufgebaut. So ist die ganze Religion aufgebaut. Da müsstest du sagen, die haben alle nur gelästert. Die ganzen Bücher von Jarr wa Ta'dil geht es nur um bestimmte Personen. Und natürlich ist es auch heute noch so, wenn du siehst, da ist jemand, der Unsinn erzählt, da musst du den Leuten ganz klar Bescheid sagen. Und das größte Verbrechen ist es, wenn dann auch noch Leute kommen von Ahlul Hawa, die sich von den Gelüsten, die sich diese ganze Sache schönreden, nur damit sie ihr Sprungbrett, wo sie ihre seltsame Dauer weiterführen können, nicht kaputt machen. Und versuchen, jeden Fehler zu entschuldigen, obwohl sie ganz genau im Inneren ihres Herzens wissen, dass man solche Leute zum Schweigen bringen muss. Das musst du dir mal vorstellen, Achi. Und dann muss ich mir so einen Schwachsinn von irgendwelchen Brüdern anhören, die keine Ahnung von Islam haben. Och, habt euch doch alle lieb. Ist doch alles nicht so schlimm. Doch, natürlich ist das schlimm. Ihr müsst mal das Gehirn einschalten und die Augen aufmachen. Ich nutze den Satz. So, das ist schlimm. Das gehört zum Schutz der Religion dazu. Zum Schutz der Religion ist es, dass man Fehler offen verkündet. Insbesondere, wenn die nicht zurückgenommen werden. Oder dann mit öffentlichem Druck werden die dann irgendwann mal so halb zurückgenommen. Ohne Erklärung, ohne alles. Wo zwischendurch schon tausende Leute in die Irre gegangen sind. Das ist der Punkt, Leute. Und in dieser Sache müssen wir eine gewisse Härte entwickeln. Kann nicht sein, dass wir da einfach nur so sind. Weil ich habe wirklich das Gefühl, für manche ist diese ganzen Moscheegänge sind für die einfach nur Zeitvertreib. Früher ist man in die Kneipe gegangen oder in die Disco. Heute geht man halt in die Moschee. Wird ein bisschen gegessen, sich ein bisschen gemütlich machen und so weiter und so fort. Ach, ich sag dir eins, wenn es mir um Gemütlichkeit ginge und um zu essen, wenn es mir darum ginge, ach, da würdest du mich niemals hier sehen. Und da musst du dich selber fragen, ach. Ich sehe bei manchen Leuten, ach, bei manchen Leuten bei Vorträgen, ich sehe, da geht es nur ums Essen. Da geht es nur ums Essen. Du bist den Vortrag am Machen, da sind die schon durch die Reihen am Gehen und Trinken und Essen am Verteilen. Und da kann sich doch kein Mensch konzentrieren. Da weiß ich schon, Folkloreverein. Da weiß ich schon, ich bin als Pausenclown heute gekommen. Verstehst du? Weil wenn einer durch die Reihen geht, hier willst du was trinken, willst du was essen, dann sind die da am Reden, der am Reden. Die Frauen haben alle ihre Kinder mitgebracht, haben einen Lautstärkepegel wie im Schwimmbad. Verstehst du, dass du überhaupt nichts mitkriegst? Ja. Du weißt ja, im Schwimmbad, wenn im Sommer das Schwimmbad, hörst du von mehreren Kilometern, hörst du da die ganzen Kinder. Genau so. Da fragst du, wofür sind die gekommen? Die sind nicht gekommen, um was zu lernen, die sind dahin gekommen zum Zeitvertreib. Um andere Frauen zu treffen, Kaffeeklatsch zu machen. Ist so. Ich rede nicht von allen Frauen, weil das ist immer das Problem. Weißt du, immer wenn du irgendwas sagst, kommt danach, ja, ich finde das aber beleidigend. Ja, wenn dich nicht angesprochen fühlst, warum fühlst du dich dann beleidigt? Genau wie ich das gesagt habe mit der Jungfräulichkeit. Habe ich jemals gesagt, in Deutschland geht keine Frau als Jungfrau in die Ehe? Habe ich das irgendwann mal gesagt? Hat das irgendjemand von mir gehört? Nee. Ich habe nur gesagt, dass die Prozentzahl derjenigen, die nicht als Jungfrau in die Ehe geht, extrem hoch ist. Und da habe ich gesagt, die 25 Jahre alt werden, ja, ohne Kopftuch, ohne zu heiraten vorher, gehen meiner Meinung nach 90% nicht als Jungfrau in die Ehe. Das ist meine Schätzung gewesen. So, da kommen die Frauen und sind sich am Beschweren. Ja, finde ich aber blöd, dass du alle Frauen über einen Kamm scherst. Hallo? Ich habe nicht alle über einen Kamm geschert, das ist meine Schätzung. 90%. Kann ja mal eine Frau sagen, es kann ja mal eine Frau kommen und die Schätzung geben. Von den Frauen, die hier in diesem Land 25 Jahre alt werden, die Muslimin,
kein Kopftuch tragen, religionisch praktizieren, kann sie mir ja mal zeigen, wie viele davon als Jungfrau in die Ehe gehen. Wer mehr, wer weniger tippt, wer sagt 5%, kann mir das ja mal gerne schreiben. Komischerweise bisher die meisten Frauen stimmen damit überein mit meiner Schätzung. Ja? So, und wenn du zu den anderen 10% gehörst, dann freu dich doch und erzähl keinen Blödsinn. Deswegen, wir müssen einfach nur präzise sein und keinen Unsinn erzählen. Wir haben es heute nur mit Schlaubergern zu tun, Schlafmützen, ja, und Leute, die wirklich die Moschee zum Restaurant gemacht haben. Und das sage ich euch ganz ehrlich, Leute, ihr müsst hier hinkommen und heute hier sein. Und ich denke, dass das sowieso für alle gilt, die heute hier sind. Um etwas, das Bewusstsein für diese Religion zu stärken. Und zu dem Bewusstsein, diese Religion zu stärken, gehört auch das, was wir heute gelernt haben. Was? Dass es nämlich unsere Pflicht ist, diese Religion zu verteidigen. Und dass es unsere Pflicht ist, diese Religion vor falschen Aussagen zu bewahren. Ich sage euch eins, Brüder, ich habe damals, als ich angefangen habe mit der Religion, da habe ich einen Bruder kennengelernt, Subhanallah, der war unglaublich. Der war unglaublich, glaub es mir. Wer kennt die Moschee in Elsdorf? Wer war da schon mal? Das ist eine der, also der, vielleicht der besten Sunnah-Moscheen in Deutschland sozusagen, wo die immer Seminare machen und so weiter. Bruder, der hat die ganze Moschee damals, das war so eine ganz normale, typisch klassische marokkanische Moschee, der hat die ganze Moschee auf den Kopf gestellt. Achi, wenn du mit dem irgendwo hingegangen bist, egal was der gesehen hat, boah, Bruder, ich wünschte, ich hätte diese Kraft, aber ich glaube auch, dass der mir sehr geholfen hat, meine Arbeit heute so zu machen. Möge Allah uns allen Ikhlas geben. Achi, egal wo der hingegangen ist, achi, der hat irgendwas gesehen, der fing sofort an zu diskutieren. Glaub es mir. Achi, der geht in die türkische Moschee rein, sieht, die machen danach alle Male zusammen Tesbih und so weiter, ja. Suljalali, Subhanallah, und so, ihr kennt das ja, ne. Ach, dann geht er danach vorne zum Imam, fängt an mit dem zu diskutieren, ja, ist bitter und so, darf der nicht machen und so weiter. Ja. Warum machst du so, warum machst du so? Sofort. Ach, der ist sofort am Diskutieren. Der ist irgendwo am Schiff, der sieht da jemanden, der ist am Reden, der fängt sofort an. Egal, wen der sieht, der ist sofort dabei. Sofort am Verteidigen, sofort die Religion reinhalten. Ach, warum sind wir heute so platt? Das liegt unter anderem daran, weil diese Religion verfälscht wurde von den Mubtadi'un. Wir haben die reine Religion noch, oder sagen wir nicht, diese Religion ist verfälscht worden, sondern sagen wir vielmehr, es gibt verfälschte Elemente. Wir haben die reine Religion, aber da drumherum sind 72 Gruppen, ja, die verfälschte Elemente mit reingebracht haben. Und das ist ein Grund davon, warum Allah subhanahu wa ta'ala, ja, wo, da muss man zumindest von ausgehen, Allahu alam, die Macht den Kuffar gegeben hat. Ach, du hast die Religion praktisch verraten. Und deswegen muss es unser Ziel sein. Unser Ziel muss es sein, diese Religion wieder reinzumachen. Diese Religion wieder reinzumachen. Und ich sage euch, fangt damit an. Heute. Und ich, das gilt mich an erster Stelle. Wenn ihr irgendwo hingeht, in den Dönerladen, ihr seht dort ein blaues Auge, sagt zu dem sofort, was ist das für ein blaues Auge? Was ist das für ein Glücksbringer? Wenn ihr irgendwo seht, bei euch in der Bekanntschaft, Leute machen Feste, die mit dem Islam nichts zu tun haben. Fest von Isra al-Miraj, Mawlidun Nabawi. Die ganzen Feste, die der Prophet a.s. nicht gemacht hat. Hat versucht, diese Religion reinzuhalten. Sagt denen, diese Sache ist nicht von der Religion. Das ist nicht von der Rechtleitung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihr wisst selber, wie viele Sachen es gibt. Wie viele Erneuerungen es gibt. Und hier müsst ihr anfangen. Wir müssen diese Religion von den Erneuerungen reinmachen, von den falschen Elementen reinmachen. Leute stoppen, die Unsinn erzählen. Und wir müssen, um dies zu erreichen, müssen wir zuerst wissen, dass wir unsere Motivation in die richtige Bahn lenken. Dass wir hier hinkommen, um die Religion nach vorne zu bringen. Nicht nur einfach, um sich hinzusetzen und gemütlich zu machen. Das ist schön. Ist schön, wenn du dich wohlfühlst bei den Brüdern. Das ist schön. Aber Bruder, wenn ich manchmal sehe, ach, manche Brüder, die sind von morgens bis abends in der Moschee nur am Labern. Da wird nichts gelernt, nichts gemacht, da wird nur erzählt und die Frau sitzt alleine zu Hause. Ach, das ist echt traurig, ist das. Deswegen gucke, was für dich Prioritäten hat, ach.